Wo ist mein Hase? Von Sabine Flunker und Gerion Klug. Der Winter, der war lang und kalt. Nun ist der Frühling hier im Wald. Alle sind wach, hier ist was los. Nur der Igel schläft noch im Moos. Lieber Igel, es ist Zeit aufzustehen. Du wolltest doch zum Hasen gehen. Wer kennt den Weg? Du, Vögelein? Das kann doch nicht so schwierig sein. Den Hasen finden ist nicht schwer. Besuch freut ihn doch immer sehr. Wer kommt denn hier und summt? Es ist die Biene, die da brummt. Bzz, bleib doch hier, bzz, ich lade dich ein, bzz, ich mach Honig, der schmeckt fein. Bzz. Nein, ich darf den Hasen nicht vergessen, hab keine Zeit zum Honigessen. Oh, der Fuchs lässt den Igel nicht weitergehen. Wo willst du hin? Bleib mal stehen. Der Fuchs ist groß, der Igel klein. Besser, er rollt sich ganz schnell ein. Lieber Fuchs, ich will zum Hasen gehen. Deshalb sag ich dir auf Wiedersehen. Da kommt aus einem großen Strauch ein kleiner Löwe mit gelbem Bauch. Hallo Igel, was machst du denn? Willst du mit nach Afrika? Nein, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss zum Hasen. Tut mir leid. Mein lieber Hase, da bist du ja. Endlich. Das ist wunderbar. Hase und Igel toben und lachen, wie das zwei gute Freunde machen.